Schießen. Bye. Gut. Nächstes Pokémon, bitte. Knogger. Und schön wieder einfach ich hoffe, der Stream ist nicht schnell stehen geblieben. Es könnte sein, dass er schnell einen Cut gemacht hat. Also so ein Knogger. Ist das nicht Unlicht? Das ist doch Unlicht. Ja, machen wir einfach durch. Ah, Geist? Ist es Geist? Was? Ja, bestimmt. Bestimmt. Turtok ist ja ein Wasser-Pokémon. Wieso kann es brennen? Game Design. Okay. Hahaha. Und wir wurden geheilt. Perfekt. Boom. Wer ist der Nächste? Ah, Smogmog. Ja, setzen wir schön Bisaflor wieder ein. Ah, es ist so gut, dass ich von Anfang an auf Ashs Team gegangen bin. Das hat uns um einiges erleichtert. Stimmt, Smogon kann ja Feuersturm. Das habe ich total vergessen. Kann es sein, oder hat sie am Schluss wieder die zwei Gengars? Das könnte eigentlich auch wieder gut möglich sein. Gut, er hat einmal verfehlt. Es könnte sein, dass wir jetzt noch paralysiert werden. Okay, oder er macht einen Volltreffer. Kann auch noch passieren. Ah, gut. Puh. Jetzt haben wir nur noch zwei vor uns. Gengar. Wieder Turtok. Es sind irgendwie immer die gleichen Pokémon. Fensaura. Ja. Bestimmt. Okay. Noch einmal. Na, oh, scheiße. Oh. Einfach alles gleichzeitig. Gift. Feuer. Feuer. Okay, schon wieder ein Gengar. Kein Problem. Wir nehmen einfach Top Genesung und heilen ihn so. Gut. Ah, Mann. Okay, wir haben wieder zweimal. Ah. Jetzt müssen wir dann schon wieder. Puh. Das war wirklich ein Volltreffer, das hat man gesehen. So, diesmal haben wir ja keine Verbrennungen. Zum Glück. Und Finsaura. Machen wir ihr letztes Pokémon kalt. Und boom. Gut, jetzt haben wir auch Agathe.
Ausgezeichnet. Ja. Ist sie Mr. Burns? Hm. Kein Wunder, dass Eich so viel von dir hält. So wie du und der Thomas miteinander wetteifert, erinnert ihr mich sehr an uns, als wir noch jung waren. Los, worauf wartest du noch? Ab in den nächsten Raum mit dir. Die Tür geht instant auf, als sie das gesagt hat. So. Medizin. Schön hier bei der Medizin. Ah, oh, scheiße, wir hatten jetzt... Ja, zum Glück haben wir ja ein paar Heiler. Wegen dem kein Problem. So. Jetzt haben wir als nächstes haben wir einen Drachen. Wir haben Drachen-Pokémon, hä? Wir nehmen Turtok dann als erste Stelle. Und hoffen einfach, dass wir mit ihm... Oh. Das wollte ich jetzt gar nicht, aber why not? Läuft er jetzt mir hinterher? Ist er hier drin? Ah ja, stimmt. Lol. Eigentlich sollten wir mit Turtok... Ja, er hat da auch keinen großen Unterschied jetzt. So, Siegfried. Aber es sieht viel besser aus, weil wir mit dem auch anfangen. Schön, dich wieder hier zu sehen. Dank dir ist der Ruf der Pokémon Liga in luftige Höhen geschnellt. Als Drachenprofi und Oberhaupt der Top 4 werde ich natürlich versuchen, diesen Ruf gerecht zu werden und mein Bestes geben. Ah, okay, das war auch ein easy Intro. Okay, Simon. Ist Simon nur Wasser oder ist er auch schon Drache? Egal, ich mache einfach Wutanfall. Okay, er ist nicht Drache. Hyperschrall, was? Okay. Geht so, hä? Wir können gleich zweimal hintereinander... Lol. Hat nicht so geklappt. Nochmal? So, als nächstes Aerodactyl, aber bei dem wissen wir ja, dass Bob sehr gut dran ist. Donnerblitz! Boom! Zerstörung pur! Wenn man so überlegt, so ein kleines Maus-Pokémon kann einfach jeden zerstören hier. Auch Gyarados. Alter. Wollen wir wetten? Ich habe irgendwie die Vermutung, dass Siegfried ein Kokowai hat. Aber ein Alola-Kokowai. So, Bob hat 72. Jetzt kommt Kokowai. Genau, wie ich es gewusst habe. Und für dieses Kokowai setze ich einfach Glurak ein. Weil Siegfried, ja, pff, was willst du schon unternehmen gegen uns? Wutanfall! Es ist einfach riesig.
Hyperstrahl, aber er trifft uns nicht mal. Lol, okay, er ist gewesen. Geschichte. Irgendwie auch die Kokowais sind viel riesiger als... Alter. Als die normalen Kokowai. Why not? Bisaflor ist 63. Und Turtok 66. Okay. So. Ja, dafür nehmen wir Turtok wieder zurück. Am Schluss kommt ja eh noch ein Glurak. Wutanfall! Okay, das ist relativ... Ah, es setzt auch Wutanfall ein. Gut. Okay, aber wir sind besser dran. Wenn Glurak kommt, ich wechsle Turtok gegen Pikachu ein. Ah, 65. Relaxo mit 56. Ja, es ist im Turtok. Glurak, was habe ich da? Okay. Not bad. Ah. Und macht er X? Ja, er macht X. Jetzt nützt Donnerblitz gar nichts mehr. Ja. Ups. Upsala. Ja. Dann lasse ich halt Pikachu hier besiegen. Dann helfe ich jetzt mal Turtok auf die Sprünge. Dann haben wir dann ein Mega-Battle gegen Glurak und Turtok. Das kann er haben. Bekommt er auch. Er klaut uns einfach unser Glurak. Aber unser Glurak ist eh also viel besser. Ja, 65. Ein Level besser. Wenn es nach Level geht. Okay. Du willst... Donnerschlag. Er kann einfach Donnerschlag. Woher kann er Donnerschlag? Unser Glurak kann es nicht. Vielleicht können wir es ihm erlernen. Es kommt dann nochmal... Ja... Ja, und jetzt Turtok überlebt das ohne Probleme. Und du bist down. Ja, genau. Jetzt wundert mich wirklich, wer der Champ ist. Also, wer gegen uns kämpft. Ich hatte nicht erwartet, dass ich so in die Bredouille geraten wird. Okay. Danke für das Cash. Aber mein Drachenherr hätte doch eigentlich den Sieg davontragen sollen. Das zeigt wohl nicht, wohl nur noch deutlicher, dass du einfach eine Klasse für dich bist. Du weißt ja, was dich jetzt erwartet. Verteidige deinen Titel als Champ. Wo ist Professor Eich? Okay, als erstes soll ich... Ah, was mache ich hier? Ich belebe Pikachu. Oh. Pikachu? Hallo? So. Dann Turtok hier völlig aufpimpen. Also meine Pokémon hier beim Champ-Zeug. Die haben schon in sich und alle haben anderen Typ. Und Relaxo halt. Ah, Relaxo. Dünn, dünn, dünn,
Schade, kann man halt Dragoran und die anderen, also die hier unten nicht den Gebäuden haben. Also ich nehme jetzt mal an, Relaxo geht nicht. Oder? Nö, Relaxo geht nicht. Es geht eigentlich nur Turtok und Bisaflor. Ah, ich habe noch was Wichtiges vergessen. Äther und dann hier und Donnerblitz. Dann haben wir fast voll. So, jetzt noch speichern und dann sind wir ready, um unseren Titel zu verteidigen. Ah, wer hätte es gedacht? Schon wieder gegen ihn. Thomas. Wie viel muss ich dich noch bekämpfen, dass du endlich aufgibst? Ich habe auf dich gewartet, Champ. Jeden Tag trainiere ich dafür, dich endlich schlagen zu können. Und du wirst es nie schaffen, Thomas. Wirklich. Und lass dir eins gesagt sein. Heute werde ich bestimmt nicht wieder verlieren. Du sagst es jedes Mal. Thomas, wann wirst du endlich dazu lernen? Wie viel muss ich dich noch schlagen? Jetzt kommt wieder Taubos. Ja, es war so klar, Mann. Level 66. Da musst du... Thomas. Thomas, du weißt jetzt schon, du hast kein Mega-Evolution mehr. Ah, Top-Genesung. Ach so. Kannst du noch dann gleich mehrfach einsetzen? Oh. Thomas, du hast dein Pokémon verloren. Ah, Gifflor. Oh. Shit. Was soll ich denn nur nehmen? Vielleicht ein Glurak? Okay, ich sollte aufhören, wirklich. Ich würde die Mega-Evolution immer für den Schluss aufbewahren, Thomas. Ja, wow. Matschbombe. Dann vergiftet er uns noch. Ha! Okay, jetzt haben wir nochmal wirklich Glück gehabt. Wo kann man eigentlich Lore Kanonado erlernen? Das haben wir irgendwie auch noch nicht gefunden. Blitzer? Okay, für Blitzer bleiben wir extra. Genau wegen diesem Grund. Er wollte eigentlich unsere Flugattacke oder Flugtyp angreifen. Jetzt haben wir uns einfach schnell Drachentyp gemacht. Ha! Kaboom! Knorgar könnte Steinattacken haben. Wegen dem nehme ich Turtok. Thomas! Du hast schon die Hälfte von deiner Pokémon verloren. Kannst du was dazu sagen?
LOL, er kann Donnerschlag. Das ist doch nicht dein Ernst. Turtok, bitte triff. Du hast zweimal noch. Danke. Boom. Er hat einfach überlebt. Er hat eiskalt überlebt. Wollen wir wetten, er setzt Top-Genesung ein? Nein, er setzt nicht mal Top-Genesung ein. Nein, ich hätte ihn jetzt einfach so... Egal, Leute. Thomas, du Schlingel. So einfach kannst du uns nicht besiegen. Also wenn Turtok down ist, heißt das noch nichts. Also wirklich. Vor allem, wir haben ja noch Beleber. Ah, ich wollte eigentlich Relaxo auswählen, aber er ist irgendwie hier mit dem Level nicht gerade so im richtigen Platz. Ja, ihr kennt euch, oder muss ich noch vorstellen? Glurak, Thomas Glurak. Ja, Galoppa, ich weiß nicht, aber vielleicht wirst du jetzt gerade zerstört. Fast. Sie macht Schlagbohrer. Ah, okay, geht. Das hat jetzt wirklich noch... Thomas! Willst du wieder den Kampf länger machen, als er überhaupt wäre? Gut. Jetzt habe ich deinen Galoppa schnell erlöst von ihrem Leinen. So, Dragoran 65. Ernsthaft? Ein Lamus? Really, Bro? Du hast so fest trainiert und hast einen Lamus? Okay, ich sollte wirklich das lassen. Und... Adios! Da macht ein Lichtschild. Oh, da macht er noch Top-Genesung. Ist das dein Ernst? Ah, wegen Lichtschild. Lichtschild ist zerstört. Er trifft uns nicht mal. So. Gewonnen. Zweimal die Pokémon-Liga jetzt durch. Und ich muss sagen, das zweite Mal war jetzt etwas besser. Außer der letzte Kampf hier. Der ist ein Witz. Aber danke fürs Cash. Hey, sie sind immer so nett. Sie geben uns so viel Geld. Und wir... Oder bestechen wir sie, oder? Egal. Oh Mann, du bist immer noch eine Nummer zu stark für mich. Aber glaub ja nicht, dass du dich auf deinen Lorbeeren ausruhen kannst. Ich werde fleißig weiter an mir arbeiten und wieder versuchen. Und dann wieder, mir den Titel des Champs zu holen. Yo, what's up, Eich? Dreamers! Mein Glückwunsch zu einem weiteren Triumph in der Pokémon-Liga. Denk immer daran, es werden viele an deinen Thron sägen wollen. Es wird kein einfaches Unterfangen sein, deinen Titel auch weiterhin erfolgreich zu verteidigen. Aber jetzt sollten wir deinen harten, erkämpften Sieg erst einmal gebührend feiern. Mir nach! Ja, das ist wieder das Gleiche, was er immer sagt. Ja, wir werden verewigt. Ja, das wissen wir. That's the second one. Man.
Kommt dann wieder der Abspann oder was? Zum zweiten Mal mit dem genau gleichen Team. Unser Team verändert sich halt nie. Außer Ammonitas für eine kurze Zeit. Auch wirklich krank, wie jedes Pokémon von uns einfach fast 60 ist. Oder über 60. Absolut bestes Team. Ah, jetzt spawnen wir einfach. Also können wir eigentlich immer wieder... Okay. Aber Leute, ihr wisst jetzt, was dran kommt. Sehr gut. Ah, scheiße, ich wollte ja hier die Fertigkeiten. Leute, wir werden endlich unser Zeug bekommen. Ah, Mist. Wie Turtok hinterherkommt. Ey, Eich, was geht? Ich speichere nochmal. So. Schön, dich zu sehen. Was macht dein Pokédex? Lass mich mal einen Blick drauf werfen. Dein Fortschritt wird überprüft. Du hast bisher 151 Pokémon gesehen und 151 Pokémon gefangen. Professor Eichs Bewertung lautet wie folgt. Du hast dein Pokédex vervollständigt. Herzlichen Glückwunsch. Perfekt. Endlich. Dir ist es tatsächlich gelungen, einen absolut lückenlosen, fantastischen Pokédex für mich zusammenzustellen. Wow. Danke, Dreamers. Meinen aufrichtigen Dank. Endlich ist mein Traum in Erfüllung gegangen. Wir haben Eich stolz gemacht. Was gibt's Besseres? Wir haben ihn einfach glücklich gemacht und er muss uns nie mehr fragen nach dem. Das finde ich ja irgendwie noch... Ich finde es noch ein... irgendwie noch ein lustiges Gimmick. Dass er dann so wie sagt, dass er wie seinen Traum erfüllt haben. Genau. Der Ort habe ich eben gesucht. Das ist mir jetzt erst in den Sinn gekommen. So. Ah nein. Ist das gar nicht der richtige Ort? Hä? Ah, das... Okay. Ich bin der Grafiker. Ah, okay. Stimmt. Welcher Typ war das noch? Ah. Wow, fantastisch. Du hast es tatsächlich geschafft, den Pokédex zu vervollständigen. Herzlichen Glückwunsch. Weißt du was? Ich stelle dir gleich ein Diplom dafür aus. Nice. Diplom Spieler Dreamers. Dies Dokument bescheinigt die erfolgreiche Vervollständigung des Pokédex. Hier, das ist ein besonderes Geschenk, mit dem wir diesen Anlass feiern können. Du erhältst einen Schilderpin von Projektleiter. Zeig deinen Pokédex ruhig auch mal den anderen hier. Hier ist ja ein Trainer-Coach. Dein Pokédex ist komplett? Das ist ja unglaublich. Dein Abenteuer fängt doch gerade erst an. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Das war natürlich ein Scherz.
Und ja. Du hast den Pokédex vervollständigt? Also war es das ganze Programmieren wert. Herzlichen Glückwunsch zur Vervollständigung des Pokédex. Dein Gesicht sieht man all die Erfahrungen, die du auf deinem Abenteuer gemacht hast, förmlich an. Dein Charaktermodell ist allerdings immer noch dasselbe, kann also eigentlich gar nicht sein. Oh, vergiss, was ich gesagt habe. Ja. Ah, die sagt immer noch das Gleiche. Sind wir eigentlich immer noch nicht fertig? Wenn hier noch ein Trainer-Coach ist? Ich bin der stärkste aller Trainer-Coaches. Willst du gegen mich kämpfen? Also ich nehme jetzt mal schwer an. Ja. Ja, Leute, wir haben eigentlich offiziell das Spiel durchgespielt. Wir haben das Diplom bekommen. So, legen wir los. Ja, der hat alle 6. Ja, das könnte Erdbeben kommen. Ah, 54. Ja, kein Problem. Hör nicht mal. Wutanfall. Gut, Kengama ist schon mal besiegt. Mach mal. Ah, Machomai könnte auch Blitzzeug haben, oder? Ich hoffe, er kann nicht Erdbeben. Es wäre so typisch. Boom! Ja, er ist zurückgeschreckt. Alter, wie gut. Ist irgendwie auch kein Problem mehr. So, Flamara. Dafür wechseln wir Turtok. Perfekt. Ich hoffe, einfach Hydro-Pumpe trifft. Ja, okay. Was bekommen wir wohl bei dem stärksten Trainer hier? Ein neues Outfit. Das wäre eigentlich auch noch nice, so ein Ast-Trainer-Outfit. Kommt Blitzer, da nehme ich Bisaflor. Ha! Nicht mal getroffen. Ja, nice. Auch schnell ausgelöscht. Ich glaube, sogar Relaxo könnten wir hier gebrauchen. Lol. Ist das ein Witz? Yo, einfach überlebt. Huh, Glück gehabt. Wegen Blizzard. Irgendwie... Bis jetzt wurde Bisaflor noch gar nicht getroffen. Dragoran.
Okay. Ha, was könnte ich gegen Dragoran am besten vers... Eigentlich... Ja, nein. Setzen wir Glurak ein. Habe ich Glurak gesagt? Turtok, sorry. Mega. Und dann Wutanfall. Und was sogar noch überlebt. Nice. Wir haben gewonnen. Du bist richtig stark. Lass mich dir etwas schenken. AP top. 10 Fläschchen. Wow. Fange viele Pokémon und lass deine Liebe zu ihnen immer weiter wachsen. Ja. Ja. Pika. Welches Pokémon sollte das gewesen sein? Er freut sich noch. Ich schaue mir schnell noch im Handy an, ob wir noch ein Outfit holen können. Oder ob wir schon ein neues Outfit haben. Das ist wahrscheinlich Celadon City.
Multiple Outfit Pokémon. Let's go. Pikachu. Ich hoffe, man findet irgendwas. Ah, es gibt ein Video sogar. Schau mal schnell nach, wie viel das der Typ hat und wie viel das ich habe. Vielleicht haben wir schon alle. Es könnte eigentlich auch gut sein. Ah, es gibt noch einen Raichu Top. Okay. Ja, dann haben wir eigentlich schon das Ganze hier. Ja, Leute. Das war's eigentlich. Viel mehr kann man hier nicht mehr machen. Wir haben die Pokémon-Liga geschafft. Wir haben alles andere. Und ja, eigentlich können... Okay, wir können eigentlich in die Wildnis noch schnell gehen. Weil wir haben ja den Schiller-Pin bekommen. Und da ist ja das Risiko höher oder einfach die Rate viel höher, dass wir ein Shiny Pokémon finden. Wegen dem, ja, wir können mal versuchen, ob es vielleicht gerade auf Anhieb klappt, dass wir noch eines finden. Aber sonst würde ich dann eigentlich offscreen dann weiterspielen. Ich würde mir dann noch das Shiny Glumanda holen. So oder so will ich mir dieses Glumanda holen. Aber das muss ich dann nicht unbedingt streamen. Ja, das haben wir wieder gut gemacht. So. Atoplockpuffe haben wir 24. Wieder zum Ursprung von ganz am Anfang. Ich weiß gar nicht, ob man schon von so... doch, man sieht ja, wenn die Pokémon shiny sind. Also wenn mal ein Kleinstein in Gold kommt... Egal welches Pokémon hier in Shiny kommen würde, es wäre ein geiles Pokémon. Rihorn in Shiny wäre eigentlich richtig nice. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Ob es spezielle Farben hat oder... Ja, und Kleinstein wäre halt goldig. Oder gelb. Ist dann Kleingold und nicht Kleinstein.
kleinen Nugget. Ja, Leute, bis jetzt sieht's nicht danach aus. Ja, gut. Ja, dann. Dann würde ich sagen, vielleicht streame ich dann einfach ab und zu noch paar Mal, wenn irgendwas ist, was ich noch so gefunden habe, was man machen könnte. Und sonst spiele ich eigentlich offscreen weiter und farme hier eigentlich noch die Pokémon. Vielleicht, wenn ich einen Pokémon Meister oder mehrere mache, kann ich euch ja auf diesen Kampf mitnehmen. Dann wäre einfach der Stream etwas kurz, aber ist ja auch nicht so schlimm. Ja, eigentlich, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Es hat mir jetzt einen riesen Spaß gemacht, auch wenn es relativ einfach war, das Spiel. Bis auf jetzt halt die letzten Gegner. Es waren jetzt noch etwas nice zum Kämpfen. Jedenfalls heute war es nice. Gestern und vorgestern, ja, halt mehr einfach durchspam. Und auch Art Design muss ich ja nicht viel dazu sagen. Es ist wirklich erheblich eine Verbesserung als auf dem DS oder auf dem Advance oder auf dem Game Boy Color. Wir haben jetzt so richtig mal ein gutes HD-auflösendes Spiel bekommen. Ja, mehr kann ich nicht dazu sagen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Vielleicht habe ich das schon gesagt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und man sieht sich wieder hier auf dem Dreamers Channel. Natürlich kommt noch der. Und was morgen kommt, ist wahrscheinlich dann... Ich würde anfangen mit der Ratchet & Clank Serie, also mit Ratchet & Clank 1 und würde wieder so um 2 Uhr nachmittags oder 3 Uhr nachmittags dann weitermachen. Also, dann bis zum nächsten Mal. Bye!